Wie eine ökonomische Suite die Finanzkrise auf Plötzeburg und auf Europa hat, kann ich im Moment noch nicht genau sagen. Der Max Müller und der Jeff Drouy sind bis an den Start auf den Boulevard Royal gegangen und haben sich hier am Sitz von der Plötzeburger Zentralbank mit Yves Miersch unterhalten. Herr Miersch, ich wollte mal als erstes Merci sagen, dass ihr euch Zeit geholt habt für ein Interview. Es gibt so Rümer rundherum hier im Land, den Herr Asselborn, als Außenminister, wer den Mann, den am meisten gibt, rundherum fliegen, rundherum das Feld. Sieht ihr das nicht? Oder für was braucht ihr das, als Präsident von der Lützburger Zentralbank so rund um die Welt zu fliegen? Ich weiß nicht, ob ich mehr fliege wie Herr Asselborn oder Herr Juncker oder verschiedene andere Minister, die vielleicht nicht so bekannt sind, die aber auch ganz viel darüber fahren. Wir müssen immer wissen, dass das Land mehr klein ist, das Ausland mehr groß ist. Und es geht ja auch darum, dass man Lützburg auf der Weltkarte fest etablieren, weil wenn wir meinen, Lützburg, das wäre ein Geschenk vom Herrgott, dann sind wir auf der falschen Bühne. Wir müssen als Daseinsberechtigung all da erkämpfen, und die erkämpfen wir als, durch das wir als hei gut als Affäre gerieren und am Ausland als gut verkaufen. Ihr seid seit 1998 Präsident von der Lützburger Zentralbank. Und ihr sind zwei Wörter Mission von der Lützburger auf von der Europäischen Zentralbank erklären. Die Europäische Zentralbank hält eine Reihe von Entscheidungen, was die Währungspolitik anbelangt. Mit Präparation von den Entscheidungen und dem Setzen von den Entscheidungen, die gehen laut dem Europäischen Vertrag dezentral gemacht, das heißt über die Nationalzentralbanken an allen Ländern. Wir sind heute zu Lützburg das einzige Land mit einer automatischen Anpassung von den Lohn- und Lebenskosten. Das ist allgemein bekannt, dass ihr im Gegensatz zum unserem Premier ihr könnt den Index ausschwätzt. Obwohl den Index ja viel notwendiger Matze springt, so garantiert ihr doch, dass die Lebenskosten von den Salarien gedeckt sind. Gibt ihr euch als ein sozial angestellter Mensch betrachten? Absolut. Ich meine, es gibt nichts mehr Asoziales wie Inflation. Der will nicht mengen, wenn die Inflation, die schon 6 Millionen Dollar ist, wenn in die hier nur ausbezahlt kriegt, das wäre gerecht. Jetzt muss ich gucken, dass die Inflation, die am 4 rauskommt, dass die dafür sein Pi behält. Und das auch werde ich immer ungemeint tun, als ein System, das nur Hand guckt und dafür ungerecht ist. Zweitens, also das System, die will ein Pi erheben, wenn den Ölpreis an die Leute geht. Wir haben aber kein Öl, also können wir auch nicht ein Pi und den Ölpreis erheben. Wir müssen uns aufpassen und das, was wir heute produzieren. Wir haben ja schon gedacht, dass ein Land mit dem Index und mit mehr höheren Salär wie im Ausland dann überhaupt noch konkurrenzfähig kann im Ausland. Wir sind im Moment ein Land, das die höchsten Aussteigerungen hat, sogar mehr höher wie Irland, Griechenland, Spanien. Wenn man eine Währungsunion hat, dann kann ich ja nicht mehr aufwerten. An den Ländern, wo die Kosten fortlaufen, wird der externe Wert von der Währung aufgesetzt, das heißt, keine Devaluation. Und wenn man das aber in einer Währungsunion nicht mehr machen kann, muss man auch viel öfter aufpassen, dass man seine Kosten am Griff behält, weil sonst verliert man Arbeitsplätze. Und das wird mir fertig, dass zu Lützburg los geschieht. Wir sehen, dass die Industrie fortgeht, das nächste, was aufhängt, fortzugehen, sind Banken. Griechenland, Portugal und Irland sind Länder, die viel Schulden haben. Inwiefern können die europäischen Zentralbanken mit auch den Eurogroup diesen Ländern helfen? Eine Aufgabe ist es, für die Inflation zu verhindern, weil die Inflation etwas Unsoziales ist, wo in der Not Preise nicht mehr kann man nicht vergleichen, weil ich nicht mehr weiß, was sind Nominalpreise oder Realpreise. Das ist die Aufgabe von der Zentralbank. Wenn für das die Aufgabe nicht durch eine Nebenbrücht geht und erschwert geht, muss ich noch passen, dass über die Haushaltspolitik und über die Finanzierung von der Haushaltspolitik nicht eine Influenz auf die Währungspolitik geschieht. Und das ist für wert, dass man den Stabilitätspakt tun und das ist für wert, dass ich muss Regeln haben an einem gemeinschaftlichen Währungsraum, für das die Defizite nicht aus dem Ruder laufen. Und für das Defizite nicht aus dem Ruder laufen, muss noch seine Kosten am Griff haben. Und das ist hoch genug, für das dass den auch nicht der leben, dass in einem Land die Wettbewerbsfähigkeit ein bisschen zu viel leidet, wie das im Moment zuletzt bei uns.
Weil Konsequenz wäre an einem perfekten Währungsraum, dass Leute da gehen fortlaufen und an die Länder gehen, wo die Inflation nicht so hoch wäre. Die hat nur ein Wort nicht annimmt, was ich gerne hören wollte, die Eurobonds, wofür den Herr Juncker sich viel angesagt hat in der Vergangenheit. Da tritt Europa als geschlossenen Schuldner für die Banken ab. Was hältst du von dieser Idee als Lösung? Das ist eine Idee für Übermut, die Übermut ganz gut ist. Wir für dich müssen mal Probleme von Haut und auch die von Mut lösen. Es kann ja nicht sein, dass eine automatische Solidarität weist vis-à-vis von Ländern, die die Regeln nicht respektieren oder keine ordentliche Haushalts- oder Wettbewerbspolitik feiern, was hier Kosten bleibt. Dafür wird ja dann ein Automatismus, dass den die spürt, gif den rausboxen, den den nicht spürt, an alles über die Schelle werfen. Dafür kann Eurobonds, das ist eine automatische Solidarität, unter den Schuldner für sämtliche Länder, nicht mehr funktionieren, wenn sämtliche Länder dieselbe Regeln anhalten und noch keine Schuld tun. Du hast ja professionell ja viel Erfolg gehabt. War das Ihrer Meinung nach essentiell für das professionelle Leben zu reüssieren? Und was geht an den Jungen als zwei Jahre mit auf den Weg? Ich meine, das ist von allem wichtig, dass den und etwas gelebt und dass in dem treu bleibt, wo er gelebt. Das heißt, dass den eine Richtschnur hat, eine rote Faden an seinem Leben und dass in den respektiert. Da nirgend ist es ganz viel Leibigkeit. Und ich kann nicht sagen, mit einer 40-Stunden-Woche ist es nicht gedauert. Und es kommen Wochen, da sind 80 Stunden. Also wenn ich da will, da eine Woche für da Überstunden bezahlt zu kriegen, dann hört es besser, mich nicht besänigt. Der dritte ist, wie immer im Leben, ist es auch eine sehr gute Chance. Und ich meine, wenn ich die drei Ingredienten zusammenbringt, da kann ich schon ein Stück weh gehen. Ich habe im Gespräch den Eindruck, dass er nicht mit allem zufrieden sieht, was hier im Land geschieht. Wen ist der Lodro schuld, Ihrer Meinung nach, in dieser Situation? Politiker oder echt die Leute aus dem Banksektor? Grundsätzlich meine ich immer ein Problem. Das ist, dass man seit 30 Jahren eine unwahrscheinliche Success-Story haben, wo das natürlich geschieht ist durch den Input vom Ausland. Es sind nicht Lützebäuer, die den Finanzplatz gemacht haben, und das ist auch ausländisches Kapital, die für die Industrie angesiedelt haben. Ich meine, die Lützebäuer haben teilweise haben sie geschafft, mehr im Finanzsektor waren die Lützebäuer noch immer eine Minorität. Wird auch nicht erstaunlich, ist, wenn ich die Statistiken gucke, dass wir Männer Leute haben, die hier eine Premiere fertig machen, wie im Ausland, und dass wir Männer Leute haben, wie ich in einem anderen europäischen Land, die ein Unis-Diplom haben, so weit wie sie heute durch das Schulsystem gegangen sind. Die 30 Jahre Success-Story haben teilweise als dazu verleiht, für zu vergessen, dass sie es schaffen müssen, für zu etwas zu kommen. Und die Valoren, das ist eine von den Valoren, in denen ich lebe, die riskiert, los verloren zu gehen. Weil immer mehr gesagt wird, mit die hat recht daheim, die braucht nicht tot, das limitiert, so viel muss nicht mehr geschafft gehen. Und alles wird drüber, das machen wir nicht, dann lassen wir die Big Fällen um 4:30. Wenn die Mentalität um sich greift, dann darf ich nicht meinen, dass wir nach einmal 30 Jahren Succes heute zu Lützeburg haben. Und das sind am Anfang die zwei Ursachen, die nicht mit Banken und nicht mit Politik zu tun haben, mehr mit den Lützeburgern, denen nicht gut gegangen ist, aber inevitabel, wenn es zu lange so gut geht, die nicht mehr weiß, wie weit das der Reichtum kommt. Ich bin ein Schüler auf der 2. D. Ich wollte eine Ökonomie studieren gehen. Was für Optionen stehen mir da am Leben hier nur mit diesem Studium ab? Und was für eine Spezialisation gibt ihr mir persönlich vorschlagen? Es gibt kaum einen Bereich, wo wir heute zu Lützeburg so wenig Leute tun wie Wirtschaftsstudium, ob schon mal Bankenplätze sind. Ich meine, an der Regierung, am Parlament sind die Ökonomisten relativ dünn gesät.
sodass der Ballfall etwas ist, was wir hier am Lützebäuer Land brauchen. Was wichtig ist, dass dann die richtige Ausstellung bringt und dass den wirklich motiviert ist, für Herr zu schaffen, für ihren Beruf durchzusetzen. Weil Dünni ist ja nicht etwas, wo ihn er nur 40 Jahre lang drin zieht. Das ist auch ein Fehler, den wir hier zuletzt ein bisschen. Die Leute gehen angereiht an eine Kategorie, nach dem wird sie mal gelehrt. Das ist nicht mehr falsch wie das. Leben ist die längste Schule und die wichtigste Schule. Ab der Uni lehrt ihn denken und lehrt ihn sich aufpassen. Und das muss ihn mit an das Leben rüberholen. Ob den Uni die Stagen immer mehr groß geschwärt, was hält ihr davon an, wenn ihr wollt Ökonomie studieren, was für ein Genre von Stagen hat ihn gut zu machen? Ich meine, das ist immer wichtig, dass den so schnell wie möglich in Ansicht kriegt an das Berufsleben, an das richtige Leben. Also wir holen alle Jahre, holen wir hier Stagieren, wir holen natürlich an der Bank, muss da wissen, wenn ein junger Student hält, an den Donnen, die konfidenziell sind, kann der Teil da ein Problem durchstellen. Dafür gehen sie die Stagieren nicht immer am besten behandelt. Wir haben auch ganz viele Banken, wo wir keine volkswirtschaftliche Abteilung mehr, wie das früher der Fall war. Wir haben aber an der Zentralbank. Also für mich als Stage etwas, was immer viel bringt. Längst schon dadurch, dass ich als junger Mensch einen Kontakt kennt mit Leuten aus anderen Alterskategorien, weil ich gewinne das an Singesgleichen von seiner Generation zu sein. Ja, nur am Leben muss ihn auch eins geben mit Leuten, die ernst sind, wie die in ihr Gesicht hat. Und das ist die Erfahrung von einem Stage auch. Ich will als persönliche Meinung vom Interview heute mit, dass hier in Lützebüch ein Changement der Mentalität soll stattfinden, für das Land weiter soll kommen und dass ihn sich soll gut drüber gehen und für immer viel mit dabei zu sein. Was ich zwar schon wusste, wir werden eigentlich ein Amort gehen aus von mir. Und dafür so ein Scherz, merci. Ich sage merci für die Frau und dann ist die Frau, dass er absolut die richtige Message verstanden hat. Was mich schockiert, ist, dass man heute zu Lützebüch nicht mehr nach ganz wenig Universitären proportional zum Ausland tun und dass man da wenigstens, obwohl man hier einen Finanzplatz hat, nicht mehr so gut repräsentiert sind. Ich hoffe, dass ihr alle zwei nicht die seht, die von der Television sitzen, denen nur zu gucken, die hart arbeiten, um Velo, wenn sie einen Kurs führen, damit er selber Kurs wird. Merci. Bonne Chance.